servus, du musst der neue Praktikant sein. Alex hat mir schon von dir erzählt. Alex ist heute leider nicht da, deswegen kannst du mir ein bisschen über die Schulter schauen. Ich bin jetzt hier gerade am Programmieren und er hat mir eine Übung zugeteilt. Und ich schaue jetzt hier einfach, ob das Ganze sauber läuft und versuche noch Störungen einfach zu beheben. Also wie du hier sehen kannst, manchmal passieren solche Störungen, dass es dann halt einfach quer fährt zum Beispiel oder zu schnell. Ja. Übrigens, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der Christopher, ich bin im dritten Lehrjahr und du darfst mich heute den ganzen Tag begleiten, wie so bei uns ein normaler Arbeitstag in der Fertigung aussieht. Servus. Hi, Christopher. Ich hätte einen Praktikanten dabei und die Pläne, worüber wir schon mal gesprochen haben, vom Neubau. Könntest du das jetzt dann bitte mit ihm anfangen? Dann würde ich mich schon mal umziehen und dann später dazu stoßen. Ja, klar. Gern. Okay, perfekt. Ich mache den noch fertig. Ja, dann lass uns einmal in die Schlosserei gleich gehen, dann holen wir unser Material. Dann schauen wir, wie es weitergeht und folgen mir einfach. Ach so, ja übrigens, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt. Ich bin die Anja, bin 19 Jahre alt und lerne Mechatroniker im zweiten Lehrjahr. Also wir müssen jetzt bloß die Platte auf den Wagen legen. Kannst du schnell mit T-Langer bitte zum Runterheben? Super, danke. Und jetzt dann gehen wir zum nächsten Schritt. Da machen wir da die Kabelschächte drauf und die Hutschienen. Komm mit. Also, bis dann. Bis dann. Hi Anja. Hi. Wie hat es eigentlich der Praktikant gemacht? Der ist super gewesen. Also er war super nett, voll interessiert, dem hat das, der hat voll mitgemacht. Perfekt. Das ist jetzt in einer anderen Abteilung, oder? Ja, den habe ich zum Metallbauer geschickt, dann sieht er da noch ein bisschen was anderes und dann. Ah, perfekt. Das gehört ja zum Mechatroniker genauso mit dazu. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Und beim Vertrauten klappt alles soweit? Ja, jetzt wenn du eh schon da bist, ich wollte fragen, was das für ein Teil ist, weil ich weiß es einfach nicht mehr. Das ist ein sogenannter Motorstarter. Der vereint im Prinzip den Motorschutzschalter und die Schütze. Das heißt, er kann auf der einen Seite mal den Motor vor Überlast und vor Kurzschluss schützen, hat aber auch die Funktion, dass er den Motor anlaufen lässt, also dass er die Lastkontakte schließt. Vorteil ist natürlich der Platzaufwand. Also der ist viel kleiner als bei Motorschutzschalter und Schütze zusammen. Ja, und da kann ich was nochmal dann einstellen, dass ich das für später weiß? Dort stellst du den Nennstrom vom Motor ein, dass der halt optimal auf den Motor ausgerichtet ist, steht aber auch im Plan mit drin. Okay, ja, dann sollte ich klarkommen. Perfekt. Danke. Wenn du weitere Fragen sind, du weißt ja, wo ich bin. Ja, ich melde mich. Perfekt. Servus. Ja, hi. Und wie weit bist du jetzt? Ja, ich bin gerade beim Prüfen der Last. Okay, soll ich die Steuerung übernehmen? Ja, gern. Kannst machen. Okay. Ja, passt. Kannst du genauso abstreichen. Passt. Gut, dann sind wir soweit eigentlich durch, oder? Ja, steckt man ab und dann. Gut, steckt man noch ab. Machen wir fertig. Und dann passt es. Also fertig, oder? Ach, hallo, super, dass ich euch hier treffe. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Euer Schaltschrank ist fertig. Ne? Okay. Ihr könnt dann nach der Mittagspause auf die Baustelle rausfahren. Super. Perfekt, ja.
Ja, das ist ein schöner Abschluss für den geilen Tag jetzt. Warum? Wir hatten heute Filmdreh, also die, zuerst in meinem Büro und danach sind wir in die Fertigung runter. Haben dann zusammen was gedreht mit einem Praktikanten, schön dem alles rumgezeigt. War eigentlich ein schöner Tag, ja. Cool, ne? Ja doch, am Anfang gleich waren wir beide echt nervös oder aufgeregt, weil keiner genau wusste, wie es abläuft und so. Aber im Nachhinein war es echt eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Wenn ich mir überlege, wie ich jetzt heute dem das beigebracht habe und wie ich hier angekommen bin, eigentlich genauso wie er auch übers Praktikum hier und mich dann hier eingefunden habe und früher in der Schule eigentlich nie die besten Noten gehabt habe, aber dann hier über die Interesse und dann über die Berufsschule, die mich auch interessiert und den Job und einfach das Handwerk, was mir auch gut liegt mittlerweile, wie ich mich hier einfach dann jetzt auch in der Montage, wo ich jetzt dann demnächst fahre, ich fahre ja demnächst auf Österreich, freue ich mich auch riesig drauf, wie sich das hier alles entwickelt hat, das ist einfach saugeil. Ja, ich meine, wenn ich das bei mir überlege, ich war ja auch auf der Jobaktivmesse und wollte eigentlich studieren, also auch was anderes machen. Dann habe ich der Azubi angesprochen, hat er gefragt, ja, hey, wie wär's mit Mechatroniker, hast du da Lust drauf? Und dann habe ich mir das angehört, habe mir gedacht, ah, stimmt, eigentlich so Handwerk könnte vielleicht doch was für mich sein, weil ich daheim auch immer viel gemacht habe. Und dann habe ich das halt probiert und jetzt halt, macht es mir echt Spaß. Und ich meine, ich kann dann auch immer noch studieren, vielleicht auch über Vitron, das ist ja alles möglich. Oder ich gehe wieder mit, jetzt halt von uns, auch einfach ins Ausland danach, ja, oder sowas. Und da gibt es ja verschiedene Wege. Und von dem her ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, Erfahrung zu sammeln und ein bisschen Geld ist auch nicht schlecht für jeden, auf jeden Fall. Von dem her passt. Okay, schön. Also, wenn ihr auch so einen Weg wählen wollt, dann bewerbt euch einfach bei Vitron und kommt einfach und verstärkt unser Team. Ihr zwei spielt jetzt noch eine Runde, Mittagspause fertig und dann geht's ab auf Baustelle. Also, Servus. 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 Es läuft. Ja!